Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Es stehen noch zwei weitere Marvel Cups an, unter anderem nicht einmal der Venom Cup und dann noch die Super Series. Und dazu werde ich euch in diesem Video alle Informationen zeigen. Wenn ihr euch in Zukunft keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir sind auch nicht mehr weit von den 2000 Abonnenten entfernt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das noch in diesem Monat schaffen könnten. Außerdem, wenn ihr noch ein paar weitere Informationen wissen wollt, die ich jetzt nicht unbedingt immer hier auf dem YouTube-Kanal bringe, schaut gerne auf dem Twitter-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zu einem Twitch-Kanal. Dort bin ich zurzeit täglich von 21 bis 22 Uhr live, meistens auch noch etwas länger, beziehungsweise beginne ich dann auch den Stream etwas früher. Schaut also gerne vorbei und lasst natürlich ein Follow da. Bevor wir uns gleich allerdings die neuen Cups anschauen, gibt es als erstes noch ein kleines Update zum Item-Shop, denn dort hatten ja schon seit einem Monat oder seit zwei Monaten viele Leute diese Testversion vom neuen Item-Shop-Design bekommen und das Ganze ist jetzt tatsächlich für alle verfügbar. Das heißt, wenn ihr euch einloggt, einmal wieder re-einloggt, also einmal das Spiel schließt und dann euch wieder einloggt, dann bekommen jetzt alle dieses neue Aussehen, beziehungsweise falls ihr es nicht haben solltet, wartet einfach noch kurz, sollte innerhalb der nächsten Stunde auf jeden Fall reinkommen und das Ganze ist im Prinzip einfach nur ein neues Design. Letztendlich ist hier immer noch genauso alles drin wie vorher und ansonsten hat sich auch nichts weiteres verändert, eben halt nur eine kleine Umstrukturierung und natürlich ein neues Design hier vom Item Shop. Wir beginnen direkt mal mit dem Venom Cup. Das Ganze wird nämlich morgen bereits schon stattfinden, am 18.11. von 13 bis 16 Uhr das erste Mal und dann nochmal von 17 bis 20 Uhr das zweite Mal. In beiden einzelnen Runden habt ihr die Möglichkeit, euch den Venom Skin freizuschalten. Das heißt, ihr habt eben halt einmal in der ersten Runde die Möglichkeit, falls es dort nicht schaffen solltet, startet alles wieder von Null und ihr könnt es in der zweiten Runde genauso nochmal funktionieren. Dabei sieht das Placement-System wie folgt aus. Und zwar bekommt ihr für Top 16 1 Punkt, Top 8 2 Punkte, Top 4 2 Punkte, Top 5 nochmal 2 Punkte und der Sieg bringt dann 15 Punkte, keine Punkte für Kills. Und das Ganze findet genauso wie die ganzen anderen Cups hier in der Marvel-Serie auch im Marvel Knockout LTM statt. Und damit könnt ihr dann zum einen einmal diesen Venom-Skin freischalten und zusätzlich gibt es dann auch noch das Rückenaccessoire Tentakeltasche und die Spitzhacke Symbiontenschlitzer. Die bekommen natürlich auch, beziehungsweise alle drei Sachen kommen danach auch nochmal in den Item-Shop. Das heißt, falls ihr es nicht schaffen solltet, euch das Ganze freizuschalten, dann könnt ihr es auch nochmal später im Item-Shop kaufen. Wird allerdings nicht direkt am nächsten Tag, sondern wahrscheinlich so ungefähr eine Woche später dann released werden. Auf jeden Fall habt ihr trotzdem noch die Möglichkeit, euch das Ganze zu kaufen. Um daran teilzunehmen, müsst ihr nur die Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein Kontolevel von 30 haben. Das heißt, ein Overall-Level von eurem Konto von 30 haben. Und dann könnt ihr auch schon daran teilnehmen. Und dann gibt es noch den $1 Million Super Cup. Das Ganze wird am 21. November stattfinden. Das ist der Samstag in dieser Woche. Die genauen Zeitpunkte stehen dazu noch nicht fest. Wird aber wahrscheinlich 15 bis 18 Uhr in der ersten Runde sein. Und dann noch 19 bis 22 Uhr die zweite Runde. Kann sein, dass die Zeiten etwas anders sind, aber wahrscheinlich wird es immer so ungefähr auf jeden Fall dieser Zeitraum sein. Dabei, wie der Name es schon sagt, geht es um insgesamt $1 Million und hier gibt es auch einen leicht anderen, beziehungsweise einen ziemlich anderen Regelsatz. Unter anderem geht das Ganze nämlich über zwei Runden und diesmal sind die beiden abhängig voneinander. Das heißt, ihr müsst, um eben halt an Runde 2 teilnehmen zu können, euch in der Runde 1 dafür qualifizieren. Und zwar müsst ihr dafür unter die besten 1000 Duos kommen, also beide Cups sind auch ein Duo-Cup, das genauso auch im Marvel-Knockout-Modus und wie gesagt, die besten 1000 Duos kommen eben halt in die Runde 2 weiter, zumindest für die europäische Region und in die Runde 2, dort könnt ihr dann auch die Preisgelder freischalten und zwar gibt es für den ersten Platz $4000, also $2000 pro Person. Das sieht jetzt erstmal noch nicht so viel aus, aber wenn wir mal nach ganz unten in der Liste schauen, dann sehen wir Top 500 bekommen noch $600, aka $300 pro Person und das ist echt krass, also 500 Leute, die, beziehungsweise insgesamt 1000 Leute, die einfach Free Cash bekommen, das ist schon echt ziemlich krass und im Vergleich zu den ganzen Cash Cards, wo man vielleicht nur Top 20, Top 50 oder so Preisgeld bekommt, ist das schon deutlich easier hier und ich glaube auf jeden Fall für viele Leute eine Möglichkeit, hier auch nochmal die ersten Earnings zu holen. Genauso wahrscheinlich, wenn Winter Royale dieses Jahr nochmal stattfinden sollte, wird es dort wahrscheinlich auch ähnliche Preisgelder geben, wahrscheinlich aber nochmal immer deutlich mehr insgesamt. Hierbei gibt es dann auch ein anderes Bewertungssystem und zwar gibt es für den epischen Sieg 55 Punkte und wer bekommt schon ab Top 45 einen Punkt. Wie das aber genau mit den Plätzen gemacht wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil letztendlich an diesem Knockout-Modus das Ganze immer in so einem Turniersystem ist. Es kann sein, dass eventuell der mit den meisten Kills dann als höherer Platz gewertet wird. Muss dann aber mal schauen, wie das Ganze sein wird. Auf jeden Fall gibt es hier verdammt viele Punkte insgesamt und wer bekommt eben auch für jede Eliminierung nochmal 5 weitere Punkte.
Rakete. Das heißt, da lohnt es sich auch auf Kills zu gehen und eben halt nicht nur im Prinzip versuchen, einen einzigen Kill zu holen, um dann eben halt sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Der EU-Zugabe-Cup findet ja jetzt auch noch statt. Dazu hatte ich allerdings schon ein eigenes Video hochgeladen, werde ich euch mal oben in der Infokarte verlinken, wo ich euch alles erklärt habe dazu. Und checkt es gerne aus, wenn euch das Ganze interessiert. Und dann schaut nachher natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen am weiteren Stream-Overlay arbeiten. Soweit sieht schon mal der Fortschritt aus, als kleiner Spoiler schon mal. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Und dann hoffe ich, sehen wir uns entweder dort oder im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.